Hi Leute, Halloween ist zwar vorbei, aber die Kürbissaison noch lange nicht und deswegen habe ich hier mal einen kleinen großen Kürbis mitgebracht. Das ist jetzt ein großer Gemüsekürbis und ja, ich finde, der ist immer ein bisschen schwer zuzubereiten, weil der an sich nicht so viel Geschmack hat, wie zum Beispiel der Hokkaido-Kürbis. Den kann man eigentlich in allen erdenklichen Weisen zubereiten, braten, backen und so weiter und schmeckt eigentlich immer. Bei dem finde ich, ist es immer ein bisschen schwierig, da Geschmack reinzukriegen. Deswegen wollte ich ihn gerne einlegen, damit man auch das ganze Jahr was davon hat oder ihn auch einfach verschenken kann. Und das Ganze soll so mediterran scharf sein. Okay, los geht's. So, erstmal braucht ihr 1 Kilo Kürbisfleisch. Das heißt, erstmal ein paar Stückchen rauslösen, schälen und abwiegen, bis ihr 1 Kilo habt. So, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr euren Kürbis in Würfel schneiden. Versucht sie ungefähr gleich groß zu halten. So, die Würfel könnt ihr erstmal kurz beiseite stellen. Dann habe ich hier 2 Chilischoten. Da könnt ihr natürlich mehr oder weniger nehmen, je nachdem wie scharf ihr das haben wollt. Die schneide ich jetzt einfach in ganz grobe Stücke. Sogar 1 bis 2 cm breit können die ruhig sein. Außerdem habe ich hier 10 Knoblauchzehen und die könnt ihr alle einfach einmal halbieren. Und außerdem ungefähr 4 Stängel Rosmarin, die befreie ich jetzt einfach vom Stiel. Da könnt ihr übrigens auch getrockneten Rosmarin nehmen, erstmal wegen dem Geschmack und zweitens ist der natürlich einfach grober, das heißt, nachher klebt nicht an jedem Kürbisstück Rosmarin dran. Dann braucht ihr natürlich einen großen Topf und 600 ml Wasser und 500 ml Apfelessig und nehmt da auf jeden Fall naturtrüben Apfelessig, denn der ist ja halt nicht geklärt und damit auch vegan. Da könnt ihr dann auch die anderen Zutaten reingeben, also die Chili, den Knoblauch und den Rosmarin. Dann kommen noch 2 Esslöffel Ahornsirup dazu und zum Schluss noch 2 bis 4 Teelöffel Salz, je nach eurem Geschmack. Und das Ganze kann jetzt erstmal einmal aufkochen. So, wenn das Ganze kocht, könnt ihr einfach euer Kürbisfleisch dazugeben. Einmal kurz unterrühren und den Kürbis dann ca. 5 bis 10 Minuten bis fest kochen. So, und während das kocht, könnt ihr schon mal eure vorbereiteten Gläser mit heißem Wasser ausspülen, ebenfalls die Deckel, damit die Keime da vorher schön abgetötet sind und außerdem, damit die Gläser schon vorher warm sind, bevor nachher der Kürbis da reinkommt. So, nach 10 Minuten könnt ihr dann anfangen, das Kürbisfleisch in die Gläser zu füllen. Die Flüssigkeit müsst ihr nicht unbedingt dazu nehmen. Die geben wir ganz zum Schluss noch mal rein. So, den Sud könnt ihr jetzt noch mal aufkochen. Dann die Gläser gleich damit befüllen. Am besten so, dass alle Kürbisstückchen bedeckt sind. Fest verschließen. Und gleich mal kurz auf den Kopf stellen. So, damit habt ihr wieder ein schönes selbstgemachtes Geschenk. Außerdem ist das eine super Möglichkeit, um eure geschnitzten Halloween-Kürbisse zu verarbeiten. Den Kürbis könnt ihr super zum Abendbrot essen, also zu Brot sozusagen. Oder er würde sich auch gut in Salaten machen oder ganz einfach als Gemüsebeilage bei warmen Gerichten. Ihr könnt das gleiche übrigens auch mit Zucchinis machen oder mit Möhren, falls ihr im Garten mal ganz viel geerntet habt davon. Dann ist das auch eine super Variante, um die haltbar zu machen. Ja, euch wünsche ich dann viel Spaß beim Nachmachen und beim Verschenken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!